Neue Folge von Stellaris. Hallo Basti. Hallo Dennis. Hallo liebe Zuschauer, wir sind immer noch in der Apokalypse unterwegs und ich habe zu viele Planeten, das heißt, es ist Zeit für eine Sektorgründung. Planeten, Sektoren. Und zwar mache ich da mal den Entwicklungssektor hier draus, neuen Sektor erstellen. Wo sind denn meine Planeten? Was ist denn der letzte, den ich gedingst habe, ist der hier drüben. Dann machen wir hier mal so einen Randsektor da draus mit den paar Systemen. Da hat natürlich nur einen Planeten drin, der muss mir auch erstmal keine Energie abgeben. Und keine Mineralien. Produziert aber aus irgendeinem Grund momentan auch nichts. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Verstehe ich echt nicht so ganz. Achso, weil er gar keine Energie hatte. Hä, aber er... Ist im ganzen Sektor... Stimmt doch überhaupt nicht. Da sind doch... Hier ist doch Energie. Hier ist 2 plus, da ist was, das... Ah, da ist noch wie so diese dumme Piratenflotte, ey. Gut, dann muss ich die jetzt weghauen. Hau sie weg! Ja. Dämlich Piratenflotten immer, ey. Das gehört echt verboten. So ein Dreck. So, das Forschungsschiff soll da erforschen. Okay, jetzt habe ich gleich keinen Einfluss mehr. Das ist schlecht. Ich habe jetzt noch 90 plus gerade mal. Okay. Ich jetzt relativ viele. Ich habe jetzt 5 oder 6 Außenposten hintereinander gebaut. Wenn man sich mal mein Gebiet anguckt, dann verbindet sich das langsam auch alles so ein bisschen. Sieht nicht mehr ganz so schlangenähnlich aus. Ich habe aber dafür jetzt auch praktisch keine Ressourcen mehr. Also so ein bisschen schwierig. Aktueller Bau von einem Gebäude. Sektoreinstellung, Weltraumkonstruktion, Feldressourcen beachten, Neuentwicklung von Gebäuden, Bau von Robotern nicht gestatten, Kolonisieren gestatten. Ah, auf einmal verdient er zumindest mit... was war das für... Von allem wo? Da unten? Kann ich dir auch nicht sagen. Junges Blut. Ah, ich kann wieder die Einflusskosten. Junges Blut. Auf jeden Fall. Was ist denn junges Blut? Das ist ein Flottenname. Das war eine 900er Flotte oder so von irgendeiner Fraktion. Irgendeine. Wo ist denn jetzt auf dem Weg ist ins High Kingdom. Ja. Okay. Die sind bei dir durchgeflogen, oder was? Nee, die haben ein Forschungsschiff von mir versucht zu zerstören, aber es ist entkommen. Okay, jetzt wird's interessant, Leute. Ein erster Grenzkonflikt mit dem High Kingdom. Du hast vielleicht recht, vielleicht wird das doch dazu kommen. Oh, die erheben gerade Anspruch auf so gut wie alle meine Grenzsysteme zu ihnen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ah, jetzt sehe ich die Youngblood auch. Okay. Die Flotte. Ja, das könnte nochmal spannend werden. Was macht man denn jetzt, wenn da so ein Anspruch zum Ausblenden rechtsklicken? Ja, okay. Was willst du machen? Naja, was passiert denn jetzt? Also, ich kann jetzt auch auf deren Systeme Anspruch erheben, oder was? Aber ach so, das ist stimmt, das ist neu. Du kannst nicht mehr wohl einfach so Kriege führen. Du musst vorher Ansprüche erheben, um überhaupt Kriege führen zu dürfen. Alles das klar. Das haben die wohl gemacht. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wo macht man das im Moment. Mal kurz gucken. Man geht auf mehr Sachen und dann gibt's da Ansprüche. Nee. Also das mit den Ansprüchen machst du ganz rechts bei diesem, da wo auch Planetensektoren, Richtlinien und so sind. Da gibt's Ansprüche als Dingens, das ist das vierte von oben. Unterfraktionen. Ja. Da kannst du dann jetzt aussuchen, auf welche Systeme du Anspruch erhebst. Ja, genau. Dann hast du halt einen Kriegsgrund halt Ansprüche. Ja. Ja, verrückt, Mensch, Kinder.
Das ist ja mal Wahnsinn. System Survey complete. So, das ist komplett. Ich kann tatsächlich den UL-Inhibitor für die Sternfeste erforschen. Das ist, dass man nicht mehr wegspringen kann. Ah, sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob mich das... Ob du das jetzt schon erforschen solltest? Ja. Willst du denn, dass die Leute nicht mehr wegspringen? Das ist ja die Frage. Bist du schon stark genug, dass du dann möchtest, dass sie da bleiben? Naja, es hat natürlich halt auch einen Vorteil, dass sie nicht tiefer in meine Systeme rein können. Ne? Ja, das stimmt. Aber das andere hört sich auch interessant an. Nee, ich erforsche erst den Hyperantrieb. So, ich zerbratze meine riesen Amöbenflotte hier mit 900 irgendwas. Und tot. Sehr schön. Und tot. Ja, die Amöben natürlich, nicht ich. Das bedeutet auf jeden Fall, dass die vorhaben, gegen dich Krieg zu führen. Ja, das würde ich jetzt auch mal annehmen. Aber wir waren doch eben noch Freunde, ich verstehe das überhaupt nicht. Wieso sind die denn so gemein jetzt zu mir? So, ich kann jetzt 60 Schiffe haben, endlich. 60, krass. Ja, 60. Die eine Sozialforschung, die ich gerade gemacht habe, plus 30 Flottenkapazität gehabt. Also das Richtige, dass ich halt mehr Schiffe haben kann, endlich. Ja. Ich will jetzt mal kurz gucken, was ist denn jetzt hier mit diesem High Kingdom? Ne, minus 179, Alter, wieso sind denn die jetzt so schlecht auf mich zu sprechen? Stehe ich hier überhaupt nicht, ich hab dir noch gar nichts getan. Was soll das denn? Also, neue Zerstörer bauen, ne? Ja, also ich... Gut, dann sind die jetzt halt meine Feinde, ist mir doch egal. Rivalität erklären... Kriege ich wenigstens noch ein bisschen Einfluss dabei raus. Gott, diese dämlichen Piraten, die gehen mir auch schon wieder auf den Senkel, auf den Sack. Was soll das denn? Ich erhebe mal Ansprüche auch, würde ich mal sagen. Ne? Mach mal. Hm? Okay. Boah, das kostet ja Einfluss. Ja, die haben da richtig, die haben ja 5 Systeme haben die Anspruch erhoben. Das hat sich richtig gelohnt für die. Einflusstechnisch mussten die ganz wenn schön zuschlagen. Wenn ich 4 Systeme haben will, kostet mich das 380 Einfluss. Alter! Noch gar nicht geguckt, wie viel, aber das ist ja echt heftig. Alter, jetzt habe ich schon 2 so eine dummen Fraktionen hier bei mir. Oh. Ach was, und wenn, kann ich auch noch Ansprüche plus machen? Das, hä, warum? Das ergibt, wieso kann ich, was bringt das? Das weiß keiner, was das bringt. Ach so, okay, wenn ich das richtig verstehe, also ich fungiere Anspruch auf ein System und ein anderer macht das auch. Ja. Und der andere aber zum Beispiel 3 Punkte in dieses System Anspruch fingiert, hat er das Vorrecht? Irgendwie so? Also den bezahlst du natürlich... Bisschen wie eBay, dass man es so ersteigert quasi. Den bezahlst du quasi aber auch natürlich drin mal eben 300 Einfluss nur für ein System statt 100. Oh Mann. Nee, ich lasse das erstmal so und erhebe Anspruch. Zack. Gnadenlos. Oh Mann. So, dann mache ich jetzt mal die Piraten hier fertig. Deren 800er Flotte. Piraten- ist das sofort oder muss das... Also, soweit ich das weiß, ist das, unverzüglich. Ab sofort. Krieg erklären. Ich möchte nur mal kurz gucken. So, sehr gut. Typen vernichtet. Ach, du kannst jetzt auch... Ach Gott, das haben die verändert. Was brauche ich denn dafür? Aha, du kannst auch später den Kriegsziel oder Kriegsgrund Unterwerfung machen, denn vasalisierst du die, wenn du den Krieg gewinnst. Ja, na, das klingt doch ganz gut. Für später brauchst du wahrscheinlich irgendeine Technologie für oder so, aber boah, finde ich geil. Alles vasalisieren einfach. Finde ich geil, Mann. Machen wir so. Finde ich gut.
Ich weiß nicht. Ich kann gegen die auf jeden Fall jetzt Krieg führen. Ich habe tatsächlich jetzt einen Kriegsgrund. Und nur so hat man scheinbar einen Kriegsgrund. Also naja, oder klar, wenn man die anderen Sachen hat. Wenn man nichts gegen den hat, dann ist ja auch blöd, gegen den Krieg zu führen. Ja. Haben die tatsächlich ein bisschen von Europa Universalis 4 geklaut? Oder ja, übernommen? Von sich selber klauen ist okay, glaube ich. Ja. Weil da ging das nämlich auch. Aha, die ist definitiv neu. Es gibt neue Punktverteidigungsarten, aber die kenne ich nicht. Flakbatterie. Die gab es auch schon vorher. Gab's die? Ja. Habe ich in unserer letzten Partie auch schon am Ende erforscht, weißt du, als ich nur noch so sinnlos Waffen erforscht habe, weil ich keine andere Forschung mehr hatte da in dem Bereich. Habe ich irgendwelche Projektilwaffen noch erforscht und so, die ich gar nicht brauche. Und da gab es auch Flakbatterien. Okay, warum sehe ich die jetzt alle das erste Mal? Siehst du mal, wie viel Zeug es gibt, dass du das jetzt erst siehst. Ich erforsche aber die Sternpeste. Wie schaffe ich es denn, dass die nicht mehr so scheiße drauf sind hier bei mir? Ich würde ja gerne den Sklaven irgendwie die... Ich würde die ja gerne nicht mehr zu... Warum habe ich eigentlich ein Kastensystem? Bewohner dürfen sich politisch und Spezies beim Anführer. Bewohner werden nur bei Produktion und geringer Lebensstandard. Ich probiere das jetzt einfach mal. Volle Staatsbürgerschaft. Boom. Vielleicht sind die ja dann mal ein bisschen gechillter, die Leute. Wenn die volle Staatsbürgerschaft haben. Also keine Ahnung, aber... Ja, ich habe die Händler getroffen, ja, endlich. Sehr schön. Die nutze ich ja tatsächlich ganz gerne. Okay, also die sind hier irgendwie total schlecht gelaunt. Fraktion unterdrückt. Die sind total schlecht gelaunt. Die werden jetzt mal unterdrückt hier. So. Alter, was will der denn noch alles haben? Jetzt hat der noch ein System hier Anspruch erhoben. Der ist. Der hat jetzt 6 Systeme oder so, auf die er Anspruch erhebt. Der will alles. Der will echt alles haben von mir. Was machst du, wenn der auch noch so stark ist, dass er das schafft? Das kann gut sein, dass er das habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ich verstehe gerade noch nicht so ganz, warum mein Volk so blöd ist, dass das alles, dass die alle so schlecht gelaunt sind. So, denen geht's doch eigentlich allen ganz gut und so. Ich habe jetzt nichts bewusst dafür getan, dass da irgendjemand versklavt ist oder sowas. Das hat das Spiel mir ja so vorgegeben als autoritärer Herrscher. Finde ich aber jetzt irgendwie gar nicht mal so gut. Die Zufriedenheit ist so niedrig, dadurch habe ich total wenig Produktion überall. Und ich kann aber auch nicht wirklich was dafür dagegen tun, weil ich nichts ändern darf an meiner Fraktion. Mhm. Find, das ist voll blöd. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich da jetzt machen soll. Also mit diesen Fraktionen, da komme ich noch nicht so richtig klar. Also ich meine, die gab es ja schon lange, aber die habe ich ja jetzt mit den Robotern auch nicht benutzen müssen, zuletzt. Ja. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht mehr so richtig, wie das geht. Tja. Meine Fraktionen mögen mich. Mhm. Die lieben mich. Kann ich noch irgendeinen Erlass machen, dass die mich mögen? Richtlinien und Erlasse. Netzüberlastung, Gesundheitskampagne, Recycling, Erfahrungszuwachs. Das kostet sowieso alles zu viel, das kann ich mir ehrlich nicht leisten. Landbeschlagnahmung, Umsiedlung. Also ich muss ja mich sozusagen anpassen. Wieso ist denn da einer verreckt? Das ist doch totaler Scheiß. Aggressive Diplomatie. Sorgt das vorübergehend für Zustimmung? Ja gut, aber was soll ich denn machen? Eigentlich muss ich mal Krieg führen, weil die ganzen Fraktionen mich zum Teil nur deswegen nicht mögen, weil ich nie Krieg führe. Also bisher zumindest. Hm. Also. Naja, wenn man... Du hast ja deinen Gegner. Ja, die haben sich selbst als Gegner identifiziert. Die wollen das ja nicht anders. Sie haben es doch so gewollt. Ja. Und ich wachse. Du wächst. Ja, ist doch gut.
Ich hab ein Planet, weißt du, aber ich... Immer am Wachsen, der Typ. Immer am Wachsen. Also, es dauert auch lange. Ich hab, der Planet ist noch nicht voll mit Bewohnern, ne? Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Also. Dass das ein bisschen dauert. Hier meine Bergbaustation bauen. Ja, also mit meinen Ressourcen, also auch meinen Sektor, das geht ja überhaupt nicht voran. Irgendwie... Keine Sternbasis mehr haben. Warum auch immer. Wie viel kannst du jetzt bauen? 8 kann ich haben. Okay, ich bin bei 6. Hab aber auch noch keine 6. Ich hab 7. Ich erforsche jetzt, glaube ich, erstmal die... Oder ich erforsche jetzt erstmal Roboter. Überleg, wo klatsche ich die? Ich erforsche erstmal Roboter. Hier in dem System wäre es natürlich sinnvoll, eine Sternbasis zu bauen. So, dann habe ich hier das alles erforscht. Construction complete. Ja. So, langsam sieht mein Reich auch so ein bisschen geschlossener aus. Das ist doch ganz schön. Jetzt habe ich zwar Dutzende Systeme hier irgendwie, aber die sind alle überhaupt nicht ausgebaut. Also ich habe fast nirgendwo irgendwie schon Bergbaustationen und so gebaut. Geschweige denn irgendwie Kampfstationen. Mhm. Ach, das ist so ein bisschen scheiße. Also momentan kann man hier einfach durch mich durchfliegen, wie ein Messer durch heißes Messer durch Butter. Das ist wirklich scheiße. Ja, aber ich kann mir nicht alles leisten. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Es geht halt nicht. Kannst du das nicht? Nee, kann ich nicht. Ja. Leider nicht. Ja. Hier entfernen wir noch ein paar Blocker hier. Der Planet ist mittlerweile voll. Sehr schön. Und mein Hauptplanet ist auch noch nicht voll. Also siehst du mal, meine Hauptwelt ist ja eine tote Welt und hat aber auch ewig gedauert, weil die auch relativ groß ist. Mhm. Auch, glaube ich, 25 oder so. Ne, nur 20. Aber trotzdem lang gedauert. Yo, yo, yo. Na gut, wir machen wieder ein Päuschen. Mittlerweile ist die Galaxie komplett voll. Überall Reiche, ja. Mehr oder weniger, bis auf ein paar kleine Flecken. Jetzt fängt das Taktieren an und das Krieg führen demnächst. Also bei mir fängt es vor allen Dingen an, dass ich jetzt mal mein Reich ein bisschen konsolidieren muss. Ich habe es jetzt zwar ausgedehnt, aber halt wie gesagt kaum ausgebaut. Also da muss ich jetzt mal ein bisschen investieren. Eigentlich könnte ich wahrscheinlich schon ungefähr 5-mal so viele Ressourcen haben, wenn ich halt die Investitionsgelder hätte, um das auszubauen. Naja, das machen wir dann nächstes Mal. Bis dahin, tschüss. Bis dann, ciao, ciao.